Mercedes hat angekündigt, hier in Paris etwas über die Ausrichtung des Unternehmens zu sagen. Wir wissen aktuell nur, es geht im Schwerpunkt um das Thema Elektromobilität. Wir sind sehr gespannt, was kommt. Die große Neuheit hier am Stand von Mercedes in Paris ist das Thema EQ, eine völlig neue Marke, die mit Generation EQ das erste neue vollelektrische Fahrzeug zeigt. Mehr dazu von Ola Kalenius. Wir präsentieren hier in Paris eine Weltneuheit, Generation EQ. Das ist eine ganze Familie von elektrischen, vollelektrischen Fahrzeugen, die wir auf den Markt bringen wollen. Und als allererstes haben wir einen wunderschönen SUV gebracht als erste Geschmacksprobe für Generation EQ. Auch wenn bei Mercedes Elektromobilität aktuell stark im Fokus steht, hat man natürlich dennoch auch andere Fahrzeugkonzepte mit am Stand. So zum Beispiel zum ersten Mal die E-Klasse All-Terrain. Sie vereint die Welten des SUVs und dem Luxus und dem Understatement der normalen E-Klasse. Gut zu erkennen an ihrem recht robusten Look. Aber Mercedes hat am Stand natürlich noch mehr zu bieten, wie zum Beispiel auch die aktuellen AMG-Modelle. Wie wichtig AMG geworden ist für die Marke, lassen wir uns jetzt erklären. AMG ist die Performance- und Sportwagenmarke von Mercedes-Benz. Das ist mittlerweile eine große Sparte innerhalb der Mercedes-Benz-Familie. Letztes Jahr haben wir knapp 70.000 AMGs weltweit abgesetzt und wachsen auch in diesem Jahr zweistellig. So eine extrem wichtige Performance-Marke in der Mercedes-Benz-Familie. Im erweiterten Rahmen der Pariser Motorshow zeigt Mercedes zusammen mit AMG auch den neuen Roadster. Mehr dazu von Tobias Mörs. Fahren pur, kombiniert die Fahrdynamik, die Sie aus dem Coupé kennen, als C noch ein bisschen mehr. Ja, hier haben wir den GTC Roadster und dann bringen wir parallel zu dem noch den GT nächstes Jahr auf den Markt. Und der GTC, der kombiniert schon die Fahrdynamik aus dem GTR. GTC ist überall so ein bisschen mehr, exklusiver, mehr Leistung. Mehr Fahrdynamik, hat die Hinterachslenkung serienmäßig. Und wenn das Dach auf ist, hat man den Sound. Es ist sehr, ja, ein bisschen puristisch auf alle Fälle, aber es macht unglaublich viel Spaß. Smart präsentiert hier in Paris zum ersten Mal die komplette Flotte aus dem Programm Electric Drive. Mit dabei der Smart 4.2, der Smart 4.4 und das Smart Cabriolet. Mehr dazu von Frau Winkler. Wir sind jetzt der einzige Anbieter, der das komplette Portfolio in elektrisch und im Verbrenner hat. Und im Übrigen der einzige, der ein vollelektrisches Cabriolet zeigt. Und das macht unheimlich viel Spaß, weil dann ist es wie Segeln durch die Stadt. Smart hat eine große Vision. Wir wollen das Leben in der Stadt besser machen. Für unsere Kunden, aber auch für die Stadt selbst. Und dafür ist der elektrische Antrieb einfach das Allerbeste. Es ist für den Fahrer am besten, weil es macht einfach unheimlich viel Spaß. Es ist für die Stadt am besten, weil sie sparen ungefähr die Hälfte des Geräuschs. Und sie haben Zero Emission, sie haben keinen Ausstoß mehr, keine Pollution mehr. Und von daher ist es die ideale Kombination für unsere Kunden. Mit Generation EQ zeigt Mercedes hier ganz klar die Zukunft der Marke und die heißt Elektromobilität. Man will bis 2025 Marktführer in diesem Segment sein und dann 10 Fahrzeuge am Markt haben. Wir drücken die Daumen, dass es klappt. Bis jetzt scheinen die Weichen gut gestellt.